Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge PA Hub. Wir sind heute in Köln, genauer gesagt im Bootshaus, wie man vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund sehen kann. Wer schon mal hier war? Ja, das Interessante ist, wir sind heute nicht als Gast hier, sondern wir sind heute bei einem kleinen Demo-Day, der von der Firma Laserframe und Creative Sounds organisiert worden ist. Ja, da gibt es diverse Systeme auf dem Mainfloor zu hören, unter anderem von Seeburg, MM Acoustics und auch L Acoustics. Ein bisschen LD Systems ist auch dabei. Genau, da gucken wir heute mal rein und es ist mal ganz interessant. Ich bin sonst immer nur als Gast hier gewesen und bin dann auch mal abends hier angekommen. Und da war es schon dunkel und heute mal am Hellen hier zu sein, ist schon mal eine ganz andere Nummer. Und ja, allein mal den Club zu sehen von innen, wenn nicht so viele Leute drin sind, im leeren Zustand, könnte eine ganz interessante Nummer werden. Von daher würde ich sagen, viel Spaß und kommt mit! So, also der Mach mal laut Demo Day im Bootshaus ist über eine Facebook-Gruppe, wo auch sehr viele Seeburg-User drin sind, organisiert worden. Und ja, das ist also nichts vom Bootshaus organisiertes, sondern der Guido, der die Haustechnik mit der Firma Laserframe im Bootshaus schon seit, ich glaube, über 15 Jahren macht, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dass wir die Lokalität des Bootshauses dafür nutzen können. Und die Systeme, die hier dort vor Ort vorgestellt worden sind, die sind von verschiedenen Veranstaltungsfirmen mitgebracht worden und nicht vom Hersteller selbst. Also es ist kein offizieller Demo-Day, sondern quasi ein Demo-Day von Technikern für Techniker. Ein bisschen Austausch, ein bisschen Networking und das Ganze in einem, wie ich finde, sehr coolen Ambiente mal im Bootshaus seine Anlagen Probe zu hören. Wichtig dabei natürlich, wenn das Bootshaus leer ist, ist es kein optimierter Raum, wo man jetzt super fair alle Anlagen dann vergleichen kann. Deswegen, ja, gibt halt auch nicht so die optimalen Voraussetzungen. Es ist einfach diese Quick-and-Dirty-Einstellung, Werkspresets, ohne Einmessen, in den Raum reinfahren und ab dafür. Ja, die Zuspielung erfolgt dann über das neue Yamaha DM3 mit der Dante-Karte. Ist echt ein sehr, sehr geiles Pult. Das erste Mal jetzt in Händen gehabt und steht auch ganz weit oben auf der Wishlist. Zusätzlich war noch eine Behringer Wing-Konsole im Einsatz, worüber dann über die AUX-Wege die Anlagen alle Mono angefahren worden sind. Also wir hatten nur Mono-Stacks. Und Musik wurde dann, ja, Konserve über USB-Stick, über ein Pioneer CDJ3000 und V10 Mischpult reingegeben. Und ja, man hat dann halt immer 2 bis 3 Minuten Zusammenstellung aus Demo-Tracks auf die Anlage gegeben, um eine Vergleichbarkeit zu haben. Ist dann nach dem 8. System, wer schon mal auf dem Demo-Day war, wird es ein bisschen langweilig, aber wie will man es sonst machen? Später haben wir noch ein bisschen jeder seine eigene Musik draufgeben können und haben das Ganze so ein bisschen Freestyle gemacht. Ja, gestartet sind wir dann mit der neuen C-Serie von Seeburg. Die hat der Jürgen Müller aus Troisdorf freundlicherweise mitgebracht. Und das ist ein neues Constant Curvature Array mit doppelt 10 Zoll und 3x1 Zoll von Seeburg. Das heißt, ihr könnt nicht frei winkeln, sondern wie man hier sehen kann, fest verbinden. Gibt es dann 2 Modelle mit 15 Grad und 30 Grad vertikalen Abstrahlwinkeln. Zusammen mit den C-Subs aus der Galeo-Serie. Das ist echt ein nettes System, womit man Stadtfeste und ja, auch größere Konzerte mitmachen kann, je nach Aufteilung der Module. Und ja, hat auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht. Ziemlich kompakt, lässt sich auch alleine noch, würde ich sagen, recht gut handeln. Und ja, ist halt so ein bisschen der Mix aus Point Source und Line Array, wenn man sich keine großen Gedanken um Winklungen machen möchte, sondern einfach, wenn die Zeit knapp ist, schnell ein gutes Ergebnis erzielen will. Ja, direkt im Nachgang ging es auch direkt mit Seeburg weiter. Und zwar hat hier der René Braun von Beat Systems aus Köln, das ist einer der größten Seeburg-Anwender hier im Bereich Köln-Bonn, noch die G-Sub-Serie, den 1802, und die K-Serie, das K24 mitgebracht. Kann man da oben über dem Vierer-Stack sehen, wo der René gerade vorsteht. Und ja, das ist ein horngeladenes Doppel 12 Zoll Top-Time mit einem sehr potenten 1-4er. Kann man über die integrierte Flugmechanik ziemlich schön clustern und mit den entsprechenden Presets, ich glaube, bis zu 5 Stück untereinander hängen für sehr, sehr große Anwendungen. Es ist halt so ein bisschen auch dieser Kompromiss aus skalierbarem Point Source und nicht direkt ein Line Array hängen zu müssen. Aber da kann man schon ordentlich Bässe drunter stellen. Es hat auch schon, ja, echt ganz gut Spaß gemacht.
Braucht man aber dann doch schon eher zwei Leute fürs Handling, gerade fürs Stacken der Bässe und zum Fliegen der Tops. Ja, dann haben wir uns noch die K-Serie von Seeburg, die 1801er, die Subs mit dem X8, das ist eigentlich ein Bühnenmonitor oder eine Wedge. Ist ein 15 Zoll 1 Zoll Coax angehört, lässt sich aber auch sehr, sehr gut kombinieren. Also mit einem von den X8 Top-Teilen gehen auch echt gut vier von den 18er K-Subs drunter. Die sind ein bisschen kompakter als die G-Subs, ein bisschen knackiger, dafür nicht ganz so tief. Hat aber in Summe auch ja, eine Menge Spaß gemacht und ist ein schönes skalierbares System und allgemein die Seeburg-Sachen sind Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach echt richtig, richtig gut. Das Ganze wurde dann betrieben von den Seeburg-eigenen Systemendstufen aus der S-Serie. Ich glaube, wir hatten S3, S5 und S10 mit dabei. Und ja, lief alles mit Seeburg-Presets. Ja, weiter ging es dann mit L-Akustik-Systemen, die der Guido noch zur Verfügung gestellt hat. Darunter die neue A-Serie, die A10 und A15. Mit den Arcs White, den KS21 und den SB18. Alles schon mehrfach gehört, keine großen Überraschungen, einfach ja, toller Branchenstandard und funktioniert eigentlich in jeder Umgebung gut. Und ja, danach kam noch für mich so ein kleines Highlight, weil bis dato noch nie großartig gehört oder gesehen. Von Akustik hat der Gabriel von Tontechnik Geratz noch das Axios One und die M418 mitgebracht. Das ist ja, eigentlich schon ein Clubsystem, sowohl von der Optik als auch vom Sound her. Und dazu ja, habe ich dann später noch mit ihm ein kleines Interview geführt. Das seht ihr noch am Ende des Videos. Und dazu gibt es hier noch einen kleinen Soundcheck. Aber hört einfach mal rein. Ich finde das System optisch wie klanglich auf jeden Fall ziemlich interessant. Ja, alles klar. Dann gibt mir noch einen Moment, dass ich eben in Ammonia das anbiete und dann geht es auch los. Möchtest du noch was sagen, oder? Alles klar. So, einen Moment. Ja, pegeltechnisch war bei den Bässen jetzt nicht mehr so extrem viel Luft. Eigentlich gehören aber auch vier Bässe pro Topteil darunter. Das hätte jetzt für heute aber, glaube ich, ein bisschen den Rahmen gesprengt, weil die Tops hatten noch um die 6 dB Headroom. Also die mähen einen schon um, wenn sie wollen. Ja, das wäre es von unserer Seite erstmal gewesen. Dankeschön. Ja, nachdem wir dann noch verschiedene Säulensysteme und Kleinsysteme von LD Systems und Seeburg gehört hatten mit der A2 und der A3, mit den kleinen G-Subs 1201 und 1501, die auch echt Spaß machen für die Größe, muss ich sagen. Schönes Besteck für Hochzeiten. Ja, könnt ihr schon im Hintergrund sehen, durfte die Hausanlage, die neue L-Akustik-Anlage auf dem Mainfloor nochmal unter Guidos Führung zeigen, was er kann. Die A15 Tops und die KS28 Bässe, 7 an der Zahl unter der Bühne, ja, geschoben ohne Ende. Man hat eben gesehen, da kam schon Konfetti vom letzten Wochenende runter. Und insgesamt hängen dort frontal 3 A15, zweimal Focus, einmal Wide pro Seite und hinten nochmal zwei, einmal Focus, einmal Wide. Und das hat schon sehr, sehr viel ordentlich gedrückt. Mir sind auch die Mikros dabei gestorben und ja, die Pegel, die wir da drin gefahren haben, kurzzeitig, ist natürlich kein Gastzustand, der abends gefahren wird. Hier konnten wir unter uns mal ein bisschen Spaß haben. Haben wirklich alle mal genossen und viele, ja, waren vielleicht noch gar nicht im Bootshaus. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal geben, wenn Publikum drin ist. Ist ein geiles System. Wenn man dann schon mal im Bootshaus ist, dann hat man ja auch mal die Möglichkeit, alle flüssig zu hören. Guido hat uns dann freundlicherweise noch die Blackbox und später noch die Dreherei gezeigt. Blackbox, wie ich finde, optisch mit den Ventilatoren an der Decke echt super geil von der Optik. Und da haben die Jungs von Laserframe sich echt eine ganze Menge einfallen lassen, wie man mit Licht eine tolle Stimmung inszenieren kann. Und ja, seit kurzem hängt da statt der Martin Blackline jetzt ein Seeburg Clubsystem, die PS-Serie drin, aus vier 21ern horngeladenen Bässen. Und ja, die neuen Clubtops, die sowohl optisch als auch klanglich echt ein Highlight sind, fügen sich super in den Raum ein. Das ist eine Vierpunktbeschallung. Danach ging es noch in die Dreherei. Da hängt jetzt mittlerweile die alte Anlage vom Mainfloor, die Function One Res 4, mit den Function One F218 Bässen und dem
F218 Infra, allerdings ohne Hornvorsatz. Und in der Dreherei wird überwiegend Techno gespielt. Das klingt auf der Function One wahnsinnig gut. Auch wenn das System schon, ich glaube, 15 Jahre alt ist, immer noch eins meiner Lieblingssysteme für elektronische Musik. Ja, die L-Akustikanlage ist schon ja, von der Modernität her dem System deutlich überlegen, was den Schalldruckpegel anbelangt. Tonal ist es Geschmackssache, kann jeder selber einschätzen. Auf jeden Fall werden auf allen drei Floors im Bootshaus, glaube ich, eure musikalischen Ansprüche durchaus befriedigt und optisch wie klanglich immer ein Besuch wert, wie ich finde. Und genau, war insgesamt ein echt cooler Abend, dass wir das spontan so machen durften dort. Daher Grüße gehen nochmal raus an alle, die was mitgebracht haben und die da zum Ablauf beigetragen haben und ihre Systeme von weit her dort aufgebaut haben. Ja, wenn das nochmal stattfindet, guckt gerne mal in die Facebook-Gruppen, wenn da nochmal was organisiert wird. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ja, zu guter Letzt habe ich den Gabriel nochmal von Tontechnik Geratz zu dem MM-Akustiksystem interviewt, weil da gibt es bis jetzt nicht so viele Informationen im Netz zu, außer auf der Website. In Natura sieht man das System auch nicht allzu häufig. Taucht hier und da mal bei der Peer Rental Group auf, die sich ja so ein bisschen auf Clubsysteme wie Function One und Void spezifiziert haben. Und ja, das ist am Ende des Tages dann gleich nochmal, für die, die es interessiert, gibt es noch ein paar Infos zum System. Ja, hi zusammen, ich bin Gabriel Geratz von Tontechnik Geratz. Wir sind hier heute im Bootshaus. Ja. Hier war so ein kleiner Demo-Treff. Wir hatten heute dabei von MM Akustik den M418, insgesamt viermal, hier die anderen beiden noch. Und zweimal das Axios One. Ja, vielleicht mal ein paar Worte zu dem System. Wir haben hier ein Ported Horn Top-Teil, doppelt 10 Zoll Bestückung. Und im Horn haben wir zweimal 1 Zoll, wenn ich nicht lüge. Ich glaube, das ist richtig. Ja, das Ganze ist mit einer Frequenzweiche voneinander getrennt, also kein BM-Top. Die Frage wurde nämlich heute ganz oft gestellt. Ja, genau. Betrieben wird das an unseren Void Q3, also halt eigentlich Powersoft, aber ja, das läuft alles ganz wunderbar. Ja, klanglich haben wir hier eigentlich was ziemlich Interessantes. Es ist halt bis auf den Port in dem Axios eine reine Horn-PA. Wir fahren jetzt tatsächlich hier mit eigenen Presets auf die Jobs und da ist das Ganze so getrennt, etwas höher, dass der Port da nicht so ins Gewicht fällt. Tonal sehr, sehr, sehr kickig alles, aber untenrum hört es dann trotzdem noch nicht auf. Also wir trennen die Bässe aktuell bei 35 Hertz und bis da laufen die dann auch wirklich noch gut, machen auch wirklich noch Spaß, egal bei welcher Musikrichtung. Wir waren überrascht, als wir das erste Mal auf einem Bandjob waren mit den Dingern, haben wir eine Zahnlücke gebaut, einfach 4 Stück vor die Bühne gelegt. Und das war phänomenal. Also wir hatten da einen Druck noch drin, wie man es eigentlich von der Horn-PA gar nicht kennt. So dieses untenrum das Aufräumen. Waren wir auch sehr überrascht. Zur Konfiguration. Aktuell haben wir hier zwei M418 unter einem Axios One. Für mich persönlich, wenn wir jetzt richtige Pegel fahren, dann müssten da eigentlich 4 M418 runter. Ich hätte jetzt heute ein bisschen den Rahmen gesprengt, hier mit 8 Bässen aufzutauchen im Bootshaus. Weil das Axios, das hat einen Headroom. Also es ist echt gruselig. Also ich habe ich weiß nicht, wann es war. Letzte Woche Montag am Lager haben wir das Axios mal ausgefahren und es ist ein Schalldruck, der einem da entgegenkommt. Also es ist der Hammer, ne? Wirkungsgrad ist da, ich weiß nicht genau, wo er liegt, aber ich meine so um die 106, 107 dB. Bitte, ich will nicht lügen, guckt ins Datenblatt, Leute. Ja, genau. Also wenn es dann wirklich auf Techno-Partys oder so gehen soll, dann würden da 4 M418 unter einem Axios One stehen. Es gibt ja auch noch ein größeres Top-Teil von der Serie. Das ist das M410. Das ist dann einfach doppelt bestückt, aber auch ein bisschen anders aufgebaut. Aber das Gehäuse, die Gehäuseart ist die gleiche. Und da haben wir in der Diskothek mal 10 Stück von den Dingern runtergepackt. Eigentlich sollten es 12 werden, aber hat der Platz leider nicht mehr gereicht. Die letzten zwei haben wir dann noch unter das DJ-Pult gemogelt. Und das ist absolut brachial. Also dann fährt man da irgendwie mit 300 Watt pro Pappe und der ganze Laden fliegt schon auseinander. Also es macht wirklich Spaß, mit so viel Membranfläche da irgendwo rumzufahren. Und ja, also wir sind zufrieden, tonal.